Was mich noch interessieren würde, wie denn so das Feedback war jetzt bei den Mitgliedern, jetzt nach dieser Sitzung, sowohl bei denen, die im physischen Raum teilgenommen haben, als auch die, die virtuell teilgenommen haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Also erstmal war vor allem das Feedback und die Erfahrung, dass ganz, ganz viele Leute einfach dankbar waren, dass was stattgefunden hat und dass die Sitzung stattgefunden hat. Also das haben wir in beiden, also in beiden Varianten, Hybrid und voll virtuell, und auch in allen Veranstaltungen, die wir bisher hatten, an Feedback gehabt, dass ganz viele Leute einfach gesagt haben, danke, so gut, so wichtig, dass was stattgefunden hat, dass ihr nicht auch noch gesagt habt, wir machen das irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern dass einfach klar war, die Sitzung findet statt. Die haben sich was ausgedacht, und es kann stattfinden. Wir können eben zusammenkommen, wir können unsere Entscheidungen treffen, es geht weiter. Es ist nicht alles irgendwie Corona-tot. Also das war so das ganz, ganz Wichtige und wie gesagt, über alle Versammlungen, die wir bisher hatten, Feedback, diese Dankbarkeit, dass was stattfindet. Die auch damit korreliert, dass wenn mal was nicht sofort funktioniert hat, die Leute trotzdem gesagt haben, hey, es ist gut, dass wir es gemacht haben und dann geht halt auch mal was schief. Also das ist einfach auch, finde ich, mutmachend, wenn man da selber überlegt. Die Dankbarkeit ist wirklich sehr groß, dass man sich bemüht hat. Und wenn es dann mal 10 Minuten später losgeht, weil man doch noch irgendwas austauschen musste, dann ist es eben so. Genau, ansonsten an Feedback, also vielleicht nochmal einfach auf, also virtuell insgesamt war das Feedback sehr stark. Also in unserem Fall sind es ja überwiegend landesweite und bundesweite Verbände, also mit weiten Anreisewegen. Da war das Feedback häufig einfach auch super. Ich hätte vielleicht nicht anreisen können. Aufgrund der aktuellen Situation, aber auch sonst hätte ich es mir überlegt, ob ich jetzt von Stuttgart nach Rostock fahre für 3 Stunden Sitzung und so. Also so diese Überlegungen, also da kam viel, dass die Leute gesagt haben, ich fand es gut, dass ich jetzt nicht reisen musste, sondern eben das direkt von zu Hause folgen konnte. Auch in meinen Alltag integrieren. Also mein Lieblingsbeispiel war ein Delegierter, der mich hinterher anrief und sagte, es war total klasse. Er war während der Sitzung noch in einem Konzert und kam dann einfach wieder, weil dieses Konzert war auch so eines der wenigen, das überhaupt stattfindet. Und es war ihm einfach wichtig, dahin zu gehen. Und das finde ich das dann einfach auch schön, wenn man dann sagt, okay, es ist beides wichtig und ich kann beides mal machen, wenn schon überhaupt was stattfindet in der Zeit jetzt gerade. Also das war oft als Feedback einfach dieses, wir sparen uns die Reisewege bis hin zu, dass wir konkret auch wirklich von Vereinen die Rückmeldung haben, macht es bitte wieder auch ohne Corona, weil wir eben diese Anreise sparen und weil uns wichtig ist, mitzukriegen, was los ist. Wir diskutieren gern mit, aber der Aufwand ist einfach geringer. Auch bei den Hybriden, also denen, die sozusagen auch dann physisch vor Ort war. Auch da hatten wir in der Regel positives Feedback, dass die gesagt haben, sie fanden auch toll, dass es stattfindet. Sie haben sich natürlich noch mehr gefreut, dass sie zusammenkommen durften, aber fanden es eben auch wichtig, dass die anderen auch teilnehmen durften. Dass man nicht gesagt hat, okay, vielleicht dürfen auch nur so und so willkommen. Und waren in der Regel auch einfach, also es war für alle das erste Mal, also alle, die wir bisher gemacht haben, die Versammlungen, war es für den jeweiligen Verband die erste in der Form. Und da ist natürlich in der Regel einfach auch dieser Überraschungseffekt, es funktioniert und diese Begeisterung, dass überhaupt was ist, überwiegt natürlich deutlich. Genau, also ist bestimmt nochmal, wenn man es 2, 3 Mal gemacht hat, wird man so an diese Feinheiten auch gehen. Also was wir auch vorhin hatten, so Themen wie, okay, wie war der Austausch? Ist wirklich der Entscheidungsprozess so gut gelaufen und so? Das stand aber einfach überhaupt nicht im Vordergrund jetzt in der aktuellen Situation, sondern im Vordergrund stand ganz klar, es hat was stattgefunden, wir konnten wichtige Entscheidungen treffen, wir können weitermachen als Verein. Und die Leute waren einfach begeistert, dass sowas technisch geht. Und das ist, was wir jetzt einfach merken. Also wir haben eine enorme Nachfrage, dass wirklich auch Vereine und Verbände anrufen und sagen, wir wollen das auch machen, wie geht es? Wie können wir sowas gemeinsam hinkriegen? Weil wir einfach jetzt auch nicht warten wollen, bis irgendwann alles anders ist, sondern weil wir einfach sagen, wir müssen jetzt was machen. Hong, Hong, Gung.